Als also habe ich ein Zombie-Stöhnen gehört, glaube ich. Was die dort wieder treiben in der Dunkelkammer. Zum Glück habe ich keine Kameras da stehen. Das will ich lieber gar nicht wissen, wa? Ja. Super erotisch, diese Zombies. Und da verlierst du halt mal einen Arm oder so. Ja, passiert im Eifer des Gefechts, ne? Ich könnte noch was Gemeines dazu sagen, aber... Na, komm. So böse bin ich jetzt mal im Moment nicht. So, come on, come on. Boah, Alter, bin ich aber ziemlich verplant auf jeden Fall. Wow, 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 ich baue hier das Feinste vom Feinsten. So, aber das Ding will ich jetzt, das brauche ich jetzt unbedingt. Ja, doch, also mit dem Holz sollte ich, denke ich, mal hinkommen. Wenn auch etwas knapper eventuell. So. Ja, ich wollte nur diese vier machen. Mehr brauche ich nicht. Nö, die vier reichen natürlich völlig aus. Was passiert, wenn man vergisst, Shift zu drücken? Hat man auf einmal vier Stück Holz in der Hand. Und, woher kommen die? Was soll ich damit? Oh, ich weiß ja noch damals, bevor ich das mit Shift wusste, immer so ewig rumklicken, dass man da ganz viel Zeugs kriegt, ey. Aber das ist auch schon so lange her, ne? Schnell die Zeit vergeht. Ja, weiß ja wahrscheinlich jeder selber. Weißt du, da stehst du gerade auf und schon ist es fast wieder dunkel. Okay, es ist mega dunkel. Und es ist gerade mal um 6 oder kurz vor 6, also abends, nicht morgens. Aber naja, der längste Tag des Monats ist ja am 21.12., glaube ich. 21.20. so in dem Dreh, ne? Danach geht es ja theoretisch wieder aufwärts von der Länge her. Das ist auch so, die Länge des Tages an sich ist der Tag ja nicht kürzer. Nur die Lichtzeit des Tages, quasi, wenn man das jetzt mal so nennen darf. Ich das mal so nennen tue, so, fertig. Ja, die Lichtzeit des Tages ist einfach kürzer. Und die Dunkelzeit der Nacht länger. Aber da man halt einfach damit verknüpft, ja, Tag ist hell, Nacht ist dunkel und fertig, ne? Hab ich so gelernt, so ist das auch. Das heißt, jetzt ist es eigentlich schon nachts. So. Und hier auch wieder gleich so, deshalb gehe ich pennen. Hör die Treppe runter, ich will mir nicht wieder die Beine brechen. Es tut immer so weh und ich weiß nicht. Die Knochen müssen auch aussehen. Normalerweise ist ja so, dass ein Knochen nicht zweimal genau an der gleichen Stelle bricht. Zumindest bei so einfachen Brüchen oder so. Ich weiß ja nicht, wie das sonst so... Gibt bestimmt auch Ausnahmen, oder wo das wirklich so ist, wo dann noch eine Bruchstelle ist, aber normalerweise wird ja dann genau der Knochen da vom Körper automatisch verstärkt, wo er gebrochen ist. Deshalb ist es, kann es sein, dass derselbe Knochen nochmal gebrochen ist, aber nicht unbedingt an derselben Stelle, eigentlich eher nicht so, ja. Ja, ja, sowas kann alles vorkommen. Dann trinke ich mal wieder kurz was. Da rennt ein brennendes Skelett rum. Stellt sich da unter. Dieses Schwein, jetzt habe ich doch an meine Nase gefasst. Nein. Musste meine eigene Nase fassen. Quasi hier auf die Fresse. Hast du sogar eine Rüstung angehabt? Weiß ich gar nicht. Dann hätte mich auf jeden Fall das mit den... Ist da oben eine Spinne? Hilfe, Schwein. Ne, da ist ein Skelett. Ich wusste doch, ich hätte auch noch was brennen sehen. Aber anscheinend hat er keine Rüstung angehabt. Das war wohl einfach nur der Skin. Die Textur. Machen wir mal erstmal so. Und dann gucken wir mal. Dann gucken wir mal. Was ist dann hier noch so? Also dann werde ich gleich mal mit den Feldern planen, doch, ja. Ich glaube, das ist keine ganz schlechte Idee. So alles mal zusammen haben auf einem Haufen, dass du nicht immer in 20 Gebäude extra rennen musst, ist, glaube ich, eben nicht schlecht. Und stimmt, ich muss ja noch da hinten da ins Wasser eine kleine Mühle bauen. Muss ich ja mal gucken an sich, wie ich das bauen will. Also an sich die ganze Struktur, so, ne? Weiß ich ja noch alles gar nicht. Ich habe auch lange keine Mühle mehr quasi besucht. Ja, klingt jetzt falsch.
In der Wohnung, wo wir damals gelebt haben, wir sind irgendwann mal umgezogen. Also abgesehen davon jetzt, also dass ich jetzt hier sowieso umgezogen bin wegen Studium und so, hatten wir hinten so ein kleines Bächlein hinterm Haus und da war halt auch so ein Mühlenrad dran und war aber nicht mehr in Betrieb. Aber das war mal ganz cool. Da müsste ich mich echt nochmal ein bisschen einlesen oder ein bisschen mehr ausdenken. Halt einfach reicht ja, was da in so eine Mühle reingehört und was nicht. Ein Mühlenstein oder ein Mühlstein? Mühlenstein? Ich glaube Mühlenstein. Oh, ich muss gleich niesen. Oh, oh. Naja, Nase zu halten, dann gibt es kein Niesen. Und außerdem, wenn man sagt, ich muss gleich niesen, dann kommt ja sowieso meistens nicht. So, rein hypothetisch sagen wir mal. Also in der Mitte werde ich dann wieder Wasserkanäle einfach laufen haben, die dann das nach da transportieren. Ich wollte da gerade was ausprobieren, aber ich weiß jetzt nicht mehr, ob das die Idee so gut ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eigentlich wollte ich das quasi so stufenmäßig machen. Das fällt dir das hier, keine Ahnung. Aber dann bräuchte ich ganz viele Zuläufe. Und nicht die Axt, die Schaufel hätte ich gern, wollte ich gerade sagen. Dann guck ich mal, wie ich das jetzt am dümmsten mache. Wie das dann mit dem Wasser flüssig verhält. Aber erstmal hier ausfüllen, so. Dann gucken wir mal, sagen wir mal jetzt mal rein hypothetisch, nehmen wir mal. Ja, toll. Packen wir einfach alles mal hier hin, so. Ich hätte gesagt, denn es halt, es muss ja alles nach da fließen. Hier könnte man halt auch so Wasser rummachen. Warte mal. Jetzt ist es sogar noch ein bisschen zu eingeschränkt, oder? Ich glaube fast schon. So. Wenn man jetzt nämlich hier einen Wassereimer ausgibt, geht er natürlich nach da, war ja klar. Hätte ich mit rechnen müssen. Habe ich auch fast. Aber ich dachte, es geht vielleicht in beide Richtungen. Aber hier ist dann halt auch einfach eine Wand vor. Und hier dann halt die ganze Wand lang. So. Würde das jetzt alles abernten? Nee, das geht nämlich nicht bis ganz so, ne? Da müsste man schon, obwohl, könnte man auch einfach hier halt. Warte mal, ich glaube, aber ich werde das mal alles nochmal wegnehmen und hole mir gleich mal Cobblestones. Damit ich hier gleich so einen Rahmen bauen kann, damit ich nicht die ganzen Dinger hier verbrate. Und dann wieder abreiße und meine Spitzhacke dadurch zerjeinere. Ein bisschen Erde kann ich auch noch mitnehmen. Habe noch einen zweiten Wassereimer, den kann ich auch noch mitnehmen. Kann ich alles mitnehmen, gar nicht das. Habe ich eigentlich noch das Wasser? Nee, das Wasserloch habe ich zugemacht, genau. Genau. Eigentlich könnte ich die Tasse hier so vor mir stehen lassen. Ich weiß nicht, ich habe nur Angst, dass ich hier irgendwann umschubse. Aber ich dann immer so da irgendwo hintergreife, will ich nach hier. Hätte ich nämlich gerne noch den Eimer. Boah, der ist leer. Leer. Warum tue ich das nur? Mal wieder. So. Nehmen wir mal so ein paar mit. Dem Lehm packe ich sogar erstmal weg. Packe ich den aber weg, packe ich den. Jawohl. Jawohl. Denn ich werde das dann zwar wieder verkleiden, ist ja klar, aber erstmal nicht. So, also wird dann quasi wie die Monsterfalle an sich da drin. Ein bisschen Erde hätte ich mir mitnehmen können, ja, aber ne. Und so. Dann nehmen wir das Holz da erstmal wieder weg und packen dafür auch Dingsens hin. Ich wusste doch, dass irgendwie einer zu wenig war, ein gebrannter Lehmblock, aber ja. Zu spät. Oh Mist, Wasser wollte ich mir noch holen. Habe ich da unten, habe ich da ein Wasserloch hingemacht? Ne, aber da ist ja eine unendliche Quelle wegen der, ne, wegen des Zuckerrohrs. Und da ist auch noch eine, jawohl. Gut. Ah, ich baue mir da oben auch noch mal eine hin. Tue ich auch noch mal tun. Aber ich glaube, das wird nicht so ganz klappen, wie ich mir das gerade vorstelle. Wahrscheinlich nicht, ne.
Es würde klappen, wenn ich das anders mache. Also, ne, aber. So, mehr als nur ein Feld reicht dann ja auch. Ich meine, ich brauche dann ja nicht viel Zeugs davon. Dann habe ich es nicht so teuer mit dem Nachpflanzen. Ich habe es nämlich nicht so mit dem Geld. Oder so. So, sagen wir mal, deine hin und. Da, glaube ich, dürften dann die Wasserquellen reichen. Also die Bewässerungskacke. So. Und einmal immer wieder schön nachfüllen. So wollte ich jetzt, ich hätte da eine. Und da eine. Ist die Frage, wahrscheinlich könnte ich das Feld sogar dann doch 8x8 machen und dann, wenn überall voll Wasser herkommt, müsste das ja passen, sonst fließt das ja sogar. Ja, komm, nee, das ist. Na. Aber das Wasser kommt ja. Mann, das ist. Alles so kniewelig. Na, wenn ich nehme jetzt nämlich das Wasser. Also, ich hätte ja gern so, dass das Wasser, also dass das Zeugs in beide Richtungen hier gedrückt wird. Aber jetzt sollte ich das erstmal woanders hinpacken. Denn ich werde da gleich. Und so. Machen wir dahin und dahin. Ja toll, jetzt sind da natürlich zwei Löcher drin. Das ist nicht so geil. Jetzt fließt hier das Wasser raus. Ja, genau. Wusste ich. Wusste ich. Aber rein hypothetisch. Nehmen wir uns mal hier das Wasser weg erstmal wieder. So. Machen wir mal diesen da. Nicht den da. So. Ist halt die Frage, ich werde das Wasser dann wieder irgendwo von oben kommen lassen. Das ist dann wieder die Kante, wo das dann halt, ne, die Randekante. Habe ich ja da hinten auch so eine Holzkante. So rein theoretisch kommt das Wasser jetzt von hier. Also von noch eins weiter oben. Machen wir das mal kurz. So, das Wasser kommt von hier. War ja klar, jetzt fließt es natürlich erstmal nur da rein. Das Wohnen vielleicht fließt jetzt nur an den Rändern lang, ne? Und runter. Das heißt, es ist auf jeden Fall ja zu knapp bemessen. Ich könnte eben jetzt halt. Ja, nehmen wir jetzt mal hier die Reihe wieder weg und lassen das Wasser dann nur von da kommen. Dann wird das halt in diesen Ausfluss hier quasi getrieben. Huch. Ja, so, ne? 8. Passt. Dann kommt das Wasser von hier. Warte mal, mal gucken, so, das war das jetzt auch. Ah, ich wusste, dass das passiert. Und Erde brauche ich auch noch und schlafen gehe ich erstmal. Bäh. Alles doof hier. Knack. Da knackst du was. So. Ich weiß nicht, ob ich das brauchst, dann einfach direkt hier daneben. Bauer könnte ich fast machen, ne? Mit einer Melone und einer Dingsens Farm. Ja. Das könnte ich machen. Also ich könnte die Melonen und die Dingsens Farm da reinschmeißen. Die Dinger werde ich gleich nochmal dann überlegen. Überlegen, wie ich da tue. Jetzt werde ich erstmal schlafen. Noch was trinken, die Tasse doch wieder weit wegstellen. Weil, ja, ist so, ne? Dann gucken wir mal kurz. Ich überlege gerade, was ich nicht unten in der Leiste nicht brauche, weil ich ja gleich noch Erde darin habe. Wow, ein paar Eier sind ja da, aber das war auch nur drei Eier waren es, glaube ich, insgesamt. Oder dreimal wurde geschossen. Scharf geschossen. Nicht mit Platzpatronen. Nehmen wir mal das Schwert nicht mehr in der Hand. So. Und dann holen wir uns ein bisschen Erde. Da muss ich nicht damit den Steinen arbeiten, meine. What the fuck? Hier drin ist doch gar nicht so dunkel. Weißt du, packe ich gerade das Schwert weg. Ist das jetzt wahr oder nicht, ey? Obwohl, stimmt, in der Ecke war doch hier nur 7, ne? Ich glaube irgendwie. Ich glaube, so war das, aber ja, Wayne. Allzu viele sind ja dann nicht hier drin. Dann geht das ja. Essen.
Erde schnappen. Okay, ich hätte doch die Kiste nehmen sollen. So. Das sollte reichen.